VTR kommt mit vielen Tools zur Echtzeitdiagnose von Problemen, zum Beispiel TCP-Dump. Dort können Sie einen Dump in Echtzeit verfolgen. Geben Sie dazu das Interface ein, gegebenenfalls das Protokoll IPv4 oder 6, wie viele Pakete gesammelt werden sollen und gegebenenfalls einen Filter. Nach dem Starten des TCP-Dumps sehen Sie in Echtzeit die Pakete, die hier eingehen. Diese können anschließend auch in einer PAC-File gedownloadet werden. Das Programm hört nach den eingestellten Paketen auf.